ihr seht das hier so und was ist das denn? Hey, habe ich noch gar nicht gesehen hier, so eine Verfolgungsrakete. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der C64 Spielzeit mit Andira. Das bin ich. Heute zeige ich euch das Spiel Zanxen aus dem Jahr 1984. Publisher ist US Gold und Programmierer ist die Softwareschmiede Sega. Deshalb geht es heute also um die Sega-Version dieses Spiels. Wie bei Sega so üblich, werden keine einzelnen Entwickler, Grafiker, Musiker oder andere Mitwirkende einzeln genannt, sondern einzig und allein Sega als Company wird erwähnt. Es handelt sich um ein Arcade-Spiel, Joystick in Port 2. Und das Spiel ist für 1 bis 2 Spieler, abwechselnd in englischer Sprache, da das Spiel nur als Cartridge auf den Markt kam für den C64, zeige ich heute das Cover der Cartridge-Version. Okay. Load. Und da begrüßt uns das Cartridge auch schon ganz simpel mit der Frage, ob wir mit Joystick oder mit Keyboard spielen wollen. Ich drücke jetzt das J für Joystick, ansonsten kann man das eigentlich auch ganz gut mit Tastatur spielen. Ja, 1 oder 2 Spieler hatte ich gesagt. Ich drücke die 1 und wir spielen die erste Runde. Ich bin dieser Weltraumflieger hier und kann schießen. Steuerung erinnert sehr an Flugzeugspiele. Das heißt also, ich habe den Steuerknüppel eines Flugzeugs. Kann also ja, auch mal sterben. Und das bedeutet, wenn ich den Joystick nach oben ziehe, dann steigt mein Flieger und nach unten, dann landet er. Oh, beziehungsweise geht es nach unten. So, und ich kann alles Mögliche, ihr seht das hier schon, kaputtballern. Unter anderem hier diese Fighter, die auf der Erde stehen. So. Ach, Mann. Läuft ja gar nicht gut für mich. Diese Fighter hier unten, die ihr seht, wenn ich die abschieße, dann habe ich gleich ein paar weniger Gegner. Denn jetzt habe ich die erste Asteroidenstadt, durch die ich fliegen musste, geschafft. Und ihr seht hier, durch einen räumlichen Eindruck hoch runter, kann ich jetzt weiter hoch und runter auch mal kollidieren. Und muss unten rechts stets 9 Flugzeuge abschießen. Ich kann das Ganze übrigens auch, ich muss sie nicht wirklich abschießen, ich kann das Ganze auch aus, da habe ich schon einen getroffen, aussitzen. Man muss immer so ein bisschen gucken, dass man Joystick hoch, runter macht, um die Höhe zu wechseln, damit man auf der gleichen Flughöhe wie diese Flieger fliegt. Denn anders kann ich die sonst nämlich nicht. Ach, Mann. Erledigen. So. Da sind sie wieder. 7 Stück. Ja, es werden noch immer weniger. So. Hm. Okay. Ja, Game Over. Das war schon die erste Runde. Und, ja, 4250 Punkte. Zanxen, was kann ich euch zu Zanxen erzählen? Also, bevor ich die nächste Runde spiele, vielleicht ein paar Informationen zum Spiel. Wir spielen, das habt ihr schon gesehen, diesen Raumgleiter. Ich habe Feuer gedrückt und spiele weiter. Nicht lang schnacken, Joystick packen. Und wir sind in dieser Asteroidenstadt, durch die müssen wir mit unserem Gleiter fliegen. Ihr habt eben auch, soweit bin ich schon gekommen, verfolgen können. Nach der ersten Asteroidenstadt folgt die Weltraum. Die Weltraumsequenz.
und ich muss ein paar Flieger abballern. Und diese Flieger, die stehen hier teilweise. Da seht ihr es. Und je mehr ich jetzt schon kille, desto weniger Gegner habe ich gleich im Weltraum. So, übrigens kann man hier auch diese großen Fuel-Tanks abschießen, diese großen, runden, roten Tonnen, denn das gibt dann mein Fuel wieder ein bisschen, füllt ein bisschen meinen Fuel auf. So, gucke ich mal hier, dass ich da mal ein bisschen herkomme. Ja, einen habe ich. Muss man immer so ein bisschen schauen, dass man nicht mit denen kollidiert. Und wenn ich das jetzt, diese Angriffswelle erfolgreich hinter mich bringen sollte, dann kommt die nächste Asteroidenstadt. Ja, zwei habe ich schon mal. Komm, jetzt hier, Mann. Juhu. Ganz schön. Ja, Mann. Vier Flieger muss ich noch. Oh, jetzt wird gefährlich hier. Ja. Okay, ich glaube, die habe ich hinter mich gelassen. Vier Stück sind übrig geblieben. So, zweite Asteroidenstadt. Ich muss hier oben durch dieses Loch, das ist immer so ein bisschen schwierig. Fueltank abschießen, bum, 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 bum. So, hier das nächste Loch. Ach, da war jetzt einer von diesen Elektrozäunen oder Elektrowänden. Da muss man so ein bisschen aufpassen. So, hier werde ich jetzt nicht ganz so viel machen. Da. Uiuiui. Das sah ja gar nicht gut aus für mich. Also hier kann ich auch rüberfliegen. Also man muss immer so ein bisschen auf die Höhe machen, das Ganze achten. Das Spiel hat so ein bisschen... Ja, sag einmal. Was ist das denn? Muss ich aber mal gucken, ja, dass ich da mal ein bisschen... Wenn man hier so gegen die Wand schießt, dann kann man immer sehen, ob der Schuss durch die Wand durchgeht, also durch das Loch durch, oder ob ich vor die Wand fliegen würde. Das ist immer ein ganz gutes Indiz. So, alle guten Dinge sind drei. In der Zwischenzeit vielleicht noch, ja, ein paar weitere Informationen. Ich habe euch noch gar nicht so richtig erzählt, worum es überhaupt geht. Also, das Spiel heißt Sanxen. Das ist angelehnt an das Wort, also Z-Axen, beziehungsweise Axen, was eine Abkürzung für Axonomic Projection ist. Steht. Und das deutet auf die dreidimensionale Geometrie dieses Spieles hin. Das haben die sich damals so ausgedacht. Sanxen ist aber auch gleichzeitig in diesem Spiel der Endgegner. Der Endgegner, ein böser Roboter, den wir versuchen müssen zu besiegen. Jetzt habe ich schon so ein bisschen gespoilert. Und wir fliegen in diesem Spiel durch diese Asteroidenstädte hier, müssen alle möglichen Hindernisse ausweichen, mal oben drüber, mal unten drunter her, diese Fuel-Tanks hier abschießen und auch mal vor einen Geschützturm fliegen. So. Mein Bruder könnte das mit der Projektion jetzt viel besser erklären, der hat da beruflich mit zu tun. So, da habe ich es geschafft. Jetzt kommt diese kleine Weltraumsequenz. Wir haben links auch unseren Höhenmesser. Da können wir auch immer so ein bisschen gucken, wie hoch wir fliegen. So. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja bis zum Endgegner. Es ist kein Longplay hier. Ich will nur so ein bisschen spielen und euch das Spiel ein bisschen zeigen. Das Gameplay und auch jede Menge Informationen. Dieses Mal gab es wieder ziemlich viel zu diesem Spiel zu lesen, zu erkunden, weil es doch ziemlich berühmt bekannt ist. 1984. Oh, eins der ersten Spiele, wie gesagt, als Cartridge herausgekommen. Gleichzeitig wurde das Spiel übrigens von der von der Firma Synapse Software portiert und in einer ähnlichen Version, und zwar ist es dann auf Diskette und auf Tape erschienen. So.
jetzt. Ach Mann, warum komme ich denn da nicht mehr durch, ey? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Player One. Game over. Ja, die Urversion dieses Spieles ist von Sega 1982 entwickelt worden und hatte übrigens im US-Fernsehen die erste Werbung für ein Arcade-Spiel. Das war damals eine Weltneuheit. Produziert wurde dieser Werbeclip übrigens von Paramount Pictures und hat damals 150.000 US-Dollar gekostet. Auch das konnte ich während meiner Recherchen ja, erfahren. Vorlage übrigens war der Spielautomat von Sega aus dem Jahr 1982, den es übrigens in verschiedenen Versionen gab. Das heißt also, das Arcade-Gehäuse war ein anderes und eine besondere Version gab es auch noch, nämlich einen Spieletisch. Aber das nur am Rande erwähnt, denn hier geht es ja um die Portierung auf den C64, die zwei Jahre später, wie schon gesagt, 1984 das Licht der Welt erblickte. Ja, und ich hatte auch gesagt, dass es zwei Versionen zu dem Spiel gab, nämlich einmal die US-Gold-Version, die ich euch hier zeige, auf Cartridge und die von Synapse Software auf Diskette und Tape. Übrigens, Synapse Software wurde im gleichen Jahr 1984 dann von Böhlerbund aufgekauft und dann kurze Zeit danach aus finanziellen Gründen geschlossen. Das war's dann. Diese Version von Synapse Software wurde übrigens unter dem Label Synsoft auf den europäischen Markt geworfen. Die Company gehörte zu US Gold und war deren europäische Marke. Ich spiele noch eine Runde. Ein Player. So. Mal sehen, ob wir ein bisschen weiterkommen. Fixt mich ja doch schon ein bisschen an. Also ist ein echt ganz cooles Spiel, wenn man sich an diese komische Flugzeugsteuerung gewöhnt hat. Flugzeugspiele sind ja sonst gar nicht so mein Ding. Dann ist das echt total cool. Ja, ja, ja. Oh, diesen alten Turm hier auch mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. So, welche von diesen Fliegern hier in Kamikaze-Art vernichten. Gut. Spiel erinnert übrigens ein bisschen, also zumindest mich, an Blue Max. Von der Flugrichtung, von der Perspektive und von der Steuerung. Übrigens, das Interessante dabei ist, dass Blue Max auch von, zufälligerweise, von Synapse Software auf den Markt gebracht wurde. So, und die Ansicht dieses Spiels, diese Dreiviertelansicht, wie man auch sagt, nennt sich isometrische Perspektive. Die erzeugt einen dreidimensionalen Eindruck. Das mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Man muss sich erst mal so ein bisschen dran gewöhnen. Also ich mag es eigentlich immer, wenn es nach oben oder nach rechts geht, aber nun gut. Das Spiel war das erste seiner Art und das diese Ansicht verwendete, sozusagen ein 3D-Scroller. Der ähnelt übrigens Scramble, während Scramble die 2D-Ansicht sozusagen vertritt dieses Genres, ist dies hier halt die ja, 3D-Version des Spiels. Die haben übrigens aber nichts miteinander zu tun, das ist reiner Zufall. Nur das konnte ich halt auch lesen. Scramble ist übrigens 81 von Konami als 2D-Spiel entwickelt worden. So, letzte Runde, würde ich sagen. Es gibt immer diesen Trick, habe ich glaube ich eben schon erwähnt. Wenn ich auf Hindernisse zufliege, dann drücke ich Feuer und prallt mein Schuss an der Wand oder an dem Elektrozaun ab, dann weiß ich, ich fliege zu tief oder auf das Hindernis zu. Ihr seht das hier so und was ist das denn? Hey, habe ich noch gar nicht gesehen, hier so eine Verfolgungsrakete. Cool. Oder auch nicht. Na. So, hier dieser Elektrozaun, da fliege ich mal eben drüber. Und wie das für so ein Arcade-Automatenspiel ist, geht es hier natürlich um Punktzahl. Das heißt, möglichst viel. Da war ich zu langsam. Möglichst viele Punkte holen.
So, da kommt das Loch. Meine Schüsse gehen durch. Das heißt, ich komme durch dieses... durch die Mauer. Hoch, runter, links, rechts. Mann. Und neben Energie, also Fuel, so steuere ich halt auch. Habe ich unendlich viel Munition. Das heißt, ich kann also ballern ohne Ende. Ich habe jetzt zwar einen, so einen Joystick mit Dauerfeuer, den könnte ich mal reinmachen, was dann passiert. Oder wenn ich Feuer gedrückt halte, passiert nichts. Okay, das funktioniert nicht. Ballern ist immer gut. Ja, kommt, Jungs. Ich habe keine Lust auf euch. Keine Lust auf Punkte. Ja. 7 Flugzeuge sind noch da. Ganz schön schwierig. Hoch, runter, links, rechts. So. Ja, 1984 kam das Spiel raus. Und im gleichen Jahr hat Sega den... ja, ich sag mal, den Nachfolger Super Saxon auf den Markt gebracht. Super Saxon war ähnlich, ähnliche Grafik, gleiches Spielprinzip, anderer Gegner, während man hier als Endgegner den bösen Saxon hat, den Roboter, den man erledigen muss, den ich euch leider nicht zeigen konnte, hat man bei Super Saxon einen Drachen als Endgegner. Ja, ich glaube, um euch das Spiel zu zeigen, hat das jetzt aber auch gereicht. Ich gucke mal, was ich euch noch so erzählen wollte. Die Anleitung zu diesem Cartridge ist übrigens super süß gemacht. Ein richtig kleines Büchlein. Also wer von euch das Original ergattert, Sammler ist, der achtet bitte unbedingt darauf, dass das Buch dabei ist. Schön mit kleinen Grafiken, mit einer kleinen Geschichte um die einzelnen Gegner und Komponenten des Spiels. Also super toll. Und ich hatte euch eben schon erzählt, dass es von Synapse Software die europäische, die Disk-Version gibt. Wenn euch das interessiert, dann zeige ich euch in einem der späteren C64-Spielzeiten auch mal die anderen Versionen, Super Saxon oder Saxon von Synapse Software. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Wir können ja auch mal versuchen, hier interaktiv so eine Abstimmung zu machen. Hier oben in der Ecke sollte jetzt mal so eine Abstimmung erscheinen. Bitte votet mal mit. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, vielleicht noch ein bisschen Spoiler zum Spiel. Nach der ersten Asteroidenstadt habt ihr gesehen, dass wir in den Weltraum kommen und anschließend wieder in eine weitere Asteroidenstadt, an dessen Ende dann der Roboter Saxon auf uns wartet. Es kommt also zum Bosskampf und wenn wir das geschafft haben, beginnt das Spiel ja wieder von vorne, sag ich mal. Etwas anders angeordnet, schwieriger als vorher. Die Gegner werden etwas hinterlistiger, aber der visuelle Eindruck bleibt dann der gleiche. Und ja, so geht es weiter, bis ihr dann irgendwann eure Leben verbraucht habt. Gesehen habt ihr auch, dass es keine Highscore-Liste gibt. Schade. Zumindest gibt es hier die Highscore 5700, habe ich geschafft. Das ist immer ganz nett am Automaten, aber wenn man sich irgendwo eintragen darf, das finde ich dann immer noch ein bisschen besser. Meine Beziehung zum Spiel. Ich habe das Spiel zwar in meiner Diskettensammlung, aber habe dem nie so groß Beachtung geschenkt. Fragt mich nicht warum. Mir hat die Steuerung einfach nicht so toll gefallen. Blue Max habe ich lieber gespielt. Meine Bewertung, die Grafik dieses Spiels, das ist Ansichtssache. Welches ist jetzt besser, welches ist schlechter? Das Spielprinzip ist ganz nett. Grafik, die des Sega Cartridges, also dieser Version, ist näher an der an dem Spielautomaten, während die Synapse-Version, so viel konnte ich lesen, auch ein wenig, ein bisschen aufgehübschter ist. Ab und zu ruckelt das Scrolling ein wenig und zur Highscore-Liste habe ich schon was gesagt. Mein Wiederholungsfaktor ist auf jeden Fall gegeben. Anfangs musste ich mich echt an diese Steuerung gewöhnen. Wie gesagt, Flugzeugspiele mag ich nicht so sehr, das ist nicht so meins. Aber ich bin jetzt echt angefixt und habe auch Böcke, ein bisschen weiter zu spielen, nachdem das Video beendet ist. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte einen Like für meine Mühen und meine Recherchearbeit. Gerne auch einen Kommentar. Ich antworte euch auf jeden Fall garantiert. Und die für euch, die jetzt einfach mal so quer eingestiegen sind und noch kein Abo haben, die drücken unten auf den Abo-Knopf und abonnieren mich. Und die ganz Harten, die haben sogar die Glocke an.
Beide Daumen hoch dafür. Ich würde sagen, auf Wiedersehen und bis zur nächsten C64-Spielzeit. Euer Andira.